Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner NHL 16 DL-Saison. Wir haben ja im letzten Spiel es tatsächlich geschafft, die Adler Mannheim zu besiegen, die bis dahin souveräner Tabellenführer waren. Dadurch haben wir uns vom Platz 10 oder 9, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall wieder auf Platz 8 vorgekämpft und sehen hier auf jeden Fall die aktuelle Tabelle. Mannheim mit 41 Punkten auf Platz 1, 4 Punkte dahinter, aber auch ein Spiel weniger, die Augsburger Panther. Dann auf Platz 3 ebenfalls mit 37 Punkten die Hamburg Freezers. Dann eine riesengroße Lücke, 11 Punkte dahinter die Straubing Tigers. Das sind auf jeden Fall die zwei Teams, die sehr überraschend sind, warum die da oben stehen, Augsburg und Straubing. Auf Platz 5 Red Bull München mit 24 Punkten. Auf Platz 6 ebenfalls 24 Punkte die Thomas Sabo Ice Tigers. Auf Platz 7 die fangen mit dem 23er Block an, die Iserlohn Roosters, dann die Kölner Haie, die ich steuere, ebenfalls 23 Punkte auf Platz 8, die Eisbären Berlin haben sich vom letzten Platz auf Platz 9 vorgekämpft, haben jetzt auch 23 Punkte, aber auch ein Spiel mehr. Auf Platz 10 die Schwenninger Whitewings mit 22 Punkten, auf Platz 11 der ERC Ingolstadt auch mit 22 Punkten, die Krefeld Pinguine auf Platz 12 mit 20 Punkten. Dann auf Platz 13 mit 18 Punkten die Grizzlies Wolfsburg und auf dem letzten Platz abgeschlagen die Düsseldorfer EG mit 17 Punkten. Dann zeige ich euch nochmal wieder die aktuellen Topscorer. Da hätten wir jetzt auf Platz 1, ach das sind ja nur meine, kleinen Moment. So, auf Platz 1 Ryan Jones mit 20, dahinter Danny Heatley mit 19, Glenn Metropolit mit 18, Alex Weiss mit 18 und John Rowe mit 18. So, den Rest schenke ich mir dann. Und ich werde dann auch mal ganz kurz die Torhüter zeigen, die Fangquoten. Ach man, hier in die falsche Richtung. So, da haben wir auf Platz 1 Steph Delaurier. Mit 94-1 dahinter Daniel Junusov, der heute gegen die Hamburg Freezers zum Einsatz kommen wird mit 93-8. Dimitri Kotschnev 93-3. Matthias Niederberger 93-3. Und den Herrn Endras haben wir ein bisschen die Quote versaut durch die 5 Gegentreffer, die er fangen musste im Netzspiel. Der hat nämlich nur noch 93-1. Der ist also von Platz 1 auf Platz 5 abgerutscht. So, und dann gucken wir mal, was unser armer Gustav Wesslau macht. Da haben wir einen 86-3. Aber er ist nicht der schlechteste. Aber er hat, glaube ich, die meisten Gegentore. Ja, Thomas Duber, einen dahinter. So, dann nächstes Match spielen. Ich glaube, ich muss auch die Reihen hier bearbeiten. Das geht hier sonst gar nicht. Ja. Damian Junusov macht heute sein drittes Saisonspiel. Im letzten, was er gemacht hat, hat er ja einen Shutout gefeiert gegen die gegen ERC Ingolstadt. Was ich sehr überraschend fand. Schauen wir mal, ob es halt wieder so gut läuft. So, auch Hamburg. Die stehen auf Platz 3. Schauen wir mal, ob wir wieder gegen einen der Großen bestehen können. Ich glaube, das erste Spiel haben wir gegen die verloren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich meine, es ging 3-4 für Hamburg aus. You look at the standings, you know there are a lot of teams above you, Doc, but I always thought about let's try to go out there, not necessarily win the game. You want that, but let's win the first period. Let's see what happens after the first 20 minutes of the game and then go from there. So I think small steps is such an important approach when you're a struggling team. So, da sehen wir unsere Statistik, 7 Siege, 7 Niederlagen und eine Overtime-Niederlage. Oder 2, jetzt habe ich ja nicht aufgepasst. Ich habe mich jetzt eben mehr auf Mitchell hier konzentriert, weil ich dachte, von dem kommt eine Statistik. So, und hier Daniel Junusov, 2,02 Gegentor pro Spiel. And it's worked for him and for the home team.
Nur auf der anderen Seite, Sebastian Caron, 1,97 Gegentor pro Spiel, Fangquote 92,1. Schauen wir mal, ob wir daran was ändern können. Den Herrn Endras haben wir im letzten Spiel auch ein bisschen geärgert. So, Hager gewinnt den ersten Bulli gegen Festerling. Ach man, Alex Weiß, oder? Ach scheiße, warum läuft er denn nicht weiter? Oh, 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 oh. Oh, da war Caron zur Stelle. Ach man, Weiß. So, Danja Junusov mit dem ersten Save. Oh, Sean Lalonde. Deutlich vorbei oder drüber. Aber muss ja mal von der blauen Linie probieren. Weil der ist da ja nicht so schlecht. Wen haben wir hier? Wer macht hier Faxen gerade? Welch Hamburg? Oh, und da ist das 1-0 für Hamburg. Tja, so schnell geht's. Wird nichts mit dem zweiten Shutout von Daniel Junusov auf Thomas Oppenheimer. Versaut sie ihm. The Freezers now have a one-goal lead in the first period. Perhaps they can build on this and carry something sizable to the dressing room. Oh, da haben wir wieder den Bulli-Verlust. Da haben wir wieder Oppenheimer. Und Per Oslund. That's what you call a wardrobe malfunction. Taking that big hit and losing your helmet. Oh, he shook right through, didn't he? Good move. Ach man, geh doch hin, Mensch. The Freezers waiting back in the defensive zone. Directing that one to Wall. And sent away to Fleischmann. Nice job, straight stand-up poke check. So, jetzt Alex Sulzer. Moves up the side with it now. Ach, scheiße. The Freezers with possession in the defensive zone. To Fleischmann. Carries it up the side. So, David Wolf war das. Cologne's organizing things back in the defensive zone. Possession still as he moves it up the boards. Oh. Gugula! Nein! Oh, Salmonsen holt ihn. Nein! Falk, wo spielt er denn hin? Na, vielleicht jetzt nochmal Salmonsen. Ah, Falk verpasst auch. Da war nochmal ein Schläger dazwischen. Ach man. Aber wir haben wieder den Puck. So, Sebastian Uvira jetzt mit der Chance. Does a pivot and heads back, at least for now. Now it's directed to Mitchell. So, Daniel Junusov hat ihn. Was ist denn da, ey? Warum rennt der ins Tor rein? Strafe, Junge. Ah, bis jetzt haben wir echt... Stehen wir uns mehr im Weg rum, eigentlich. Oh Gott, ich will es gar nicht nochmal sehen. Ach komm, jetzt gibt's bei uns Bulli hier. Aber Hager holt's. Alex Weiß, der hat hier momentan einen schweren Lauf. Alter! Ich hoffe mal, der hat sich dabei jetzt nicht verletzt, weil der ist ganz schön langsam aufgestanden. Oh, aber Junusov zur Stelle. Snaps it, outstanding save. What magic even to get there and get the shot off. So, ich behaupte mal, Weiß hat sich verletzt, weil nämlich auf einmal Per Oslund auf dem Eis ist. Was ist denn hier los? Da Nummer. Ja, haben sie auch gerade gesagt, Alex Weiß hat sich verletzt bei der Aktion. Hamburg's up in this game, 1-0.
So, Nick Latter holt den Bulli, aber... Scheiße. Scheiße, ey, ausgerechnet Alex Weiß. Oh, Mann. The Freezers with possession up the wing. And he's hammered. Right in front. They score. Jawohl. Latta Uvira und Marcel Ullmann sorgen für den Ausgleich. If you really think about it, at some point the puck's got to get through the middle of the ice, the area in between the two face-off dots. If you get there, you're going to get rewarded. Caron sprawled out to make a desperation attempt on this. Nice try, just couldn't get there. Let's it go. Missed on. So, Per Oslund. Oh. Is defense. Puck held near the point. Nein, Lüdemann. Walking a thin line near the border there. Nice. Oh, Lüde, was machst du? Was machst du? Aber ja, holt ihn. Pass right up the wing. Ach, Mann. Och, Scheiße, ey. So ein Fehlpass. Junusov sah aber da auch nicht gut aus. A lot of time still left to play, but getting one and breaking the tie was huge. The Freezers prevail on the draw. Pointed to Dupuis. Perfect centering pass. Oh, what a terrific save in close. You want to score goals, you have to go to this area. So, Madsen, Schubert. Oh, what a move. Big save. Oh, jetzt hat ein Junus aber. So, Sean Lalonde. Ah, fuck. So, ach, Ullmann wird direkt umgehauen. Haben wir jetzt eigentlich wieder Reihe 4 hier drauf? Nur weil die ein Tor gemacht haben? Cologne setting things up in the defensive zone. And that's a good job taking the pressure off. Tja, dann gehen wir mit 1:2 ins zweite Drittel gleich rein. Junusov beim zweiten Gegentor leider nicht so gut ausgesehen. Ja, Spielstatik 11:4 Torschüsse. 56% Passquote, das ist ja mein neuer Tiefpunkt. Dafür haben wir mehr Bullies gewonnen. So, weiter geht's. Oh, Dragan Umicevic jetzt. Okay, Alex Weiß wurde gerade gesagt, kommt nicht mehr ins Spiel zurück. Dragan Umicevic jetzt hier. Für in Reihe 1. Fährt jetzt wohl dann Doppelschichten. Ach, Hager wird hier weggecheckt. So, Ryan Jones, Dragan Umicevic. Ach, Mann. So, gut gemacht von Lalonde. Oh, Hager. Hager holten sich aber zurück. Nein, aber Caron. Hamburg's prevailed on another face-off. Gets that pass, doesn't have to move too much. Can he generate something? So, Salmonsen. Müller hat ihn, Falk. Cologne's accelerating ahead through the neutral zone. Forcing attention in deep. Oh, Salmonsen. Schade. Moving along through neutral zone. Angled to Davies. Right into the slot. Wolf verzieht. Let's it go. So, Fässerling. Oppenheimer.
Wolf und nochmal Oppenheimer, aber Junusov. A little over 7 minutes played here in the second. It is a tight contest thus far with the score 2-1. Strong play on that faceoff. You have to be strong to hold that other guy off. So, jetzt die Chance. Propelled to Williams. Boah, Williams. On through the corner. Wrist shot. Caro hält die Scheibe von Oslund. Ach, Williams. A good tie up on the faceoff that led to his team getting the puck. The Freezers wheel. Da war Marcel Müller mal, stimmt, der spielt ja mittlerweile in Hamburg. Right near the line, can he keep it going? Und da ist das 3-1. Ganz, ganz scheiße verteidigt. The Freezers here in the second period have a 2-goal lead and it's a huge lead on the shot board. Da war ja gar keiner bei dem. So, und da bricht der Schläger. Oh, Junusov hat ihn. So, und jetzt die Chance für Nick Latta. Nein! Oh, und da ist das 4-1. Das sieht nicht gut aus gerade. Oh, Festerling. Cologne's lugging it along in their own end, shifting gears. He can start some danger here. He got his pad on it. The Freezers have it in center ice. Oh, Festerling holt die Scheibe. Off the crossbar. A good solid shot, but a strong stop and deflection. Tja, Junusov. I think it's time we hear from Ray Ferraro. Dadurch steigt die Gegentorquote wieder. He's used it to his advantage as he's got in on the forecheck, been extremely physical offensively and really stout defensively. That's good, Ray. I think he sure has his fans out there. Turned right away with the poke check by Falk. He's got so, Simonsen auf Gugula. Oh, man. Picked up in the attacking zone. The Freezers control the play at center. Circles on back with it. Can he generate something? Oh, Sulzer. Cologne's in their own end and controlling play now. Pitching this one to Falk. So, Andreas Falk. Shooting and a save. Was Simons nochmal mit der Chance? Jetzt habe ich ein Tor gemacht, ohne es gesehen zu haben. Ich bin aussehen auf die PlayStation-Taste gekommen. Da muss ich dann irgendwie raus. Sehe ich dann jetzt mal in der Wiederholung. Fuck. Alter, was ein Tor. Nicht schlecht. Now and there's lots of time left in the game though we are in the latter stages of the second period. So, vielleicht kommen wir doch noch mal zurück. Zwei Tore sind ja nicht so viel. Ach man, Oman Lalon, ey, ihr seid so Schnarchnasen. So, jetzt die Chance zu Ovira, komm Junge. Sieh. Speeds right on goal. Terrific save there. Didn't look like he had anything to shoot at and he made it. Und es gibt Strafe, Überzahl für uns. Hamburg's roster goes down by one here. At least briefly a minor penalty for Hook. Scheiße, hätte ich das mal gesehen, hätte ich den Puck nicht so dumm gespielt. Let's see if it's power play goal number one. Goaltender comes out and he's got the puck on that. Junusov, das war aber auch hier. Boy, much needed power play being down in this game. You got it, Eddie. Let's see. The power play is just about to begin. Clock about to bleed down to the final. Oh, Schubert dazwischen.
Ach man. Oder Moritz Müller nochmal. And he'll keep possession along the boards. Forcing attention in deep. Pass off the woodwork to Williams. Und Jason Williams wird gelegt. Unfassbar. Alter! Und ist das ein Witz, ey? Das war immer eine klare Strafe. Nein! Tja. Da werden wir das Powerplay wohl wieder nicht ausnutzen können. 17 zu 10 Schüsse. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht geht ja doch noch was. 16 Sekunden haben wir noch, wenn wir das jetzt schnell holen. So. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oh, ach Mann. Aber jetzt müssen wir mal hier taktisch ein bisschen was tun. Hager. Oh, und jetzt gibt's Unterzahl. Dumm reagiert von mir. Oh, ich hab mal einen Puck gehalten. Das gibt's ja gar nicht. Wenn viel rumgepasst wird. Und da ist das Tor. 5 zu 2. So ein schlechtes Penalty-Kill. Oh, Umicevic. Oh nein! Mitchell. Sulzer's hit total is climbing, looking for options. Why isn't he shooting? Picked up by the defense. Puck is thrown to Gleason. The Freezers with possession in center ice. Picked up in the attacking zone. Rister, save! Another solid save. Ach, man. And another save. Mark him down for one more. Oh, jetzt müssen wir mal Gas geben hier. Out in the slot, great pad stop. The Freezers have it in the defensive zone. Many yards gained to Fleischmann. And angle to Wall. Got that pass up the same side of the... Ach Mann, ey, schon wieder. Der kriegt's nicht gebacken, einen Pass auf einen Meter zu spielen. Looks ahead to start something. Cologne's on the move up the boards. Oh, did he ever get... Steh auf, Mann, steh auf. Oh Gott. To Fleischmann. Offside stops the clock. It sounds like a train wreck down where I'm standing. Really solid shoulder to shoulder hit. Over 8 minutes play. Do you see a pattern developing here? They're up now by 3. A shot. Marvelous save. Who is that? Who is that? Oh man. Cutting down the angle, perfectly executed by the goaltender. Ach, ankert. The Freezers with possession in center ice. They've got a 2-on-1. A terrific shot block. Got that pass near the blue line and now looks ahead. Und das 6 zu 2. Weil einfach kein Verteidiger drüben steht. Anstatt dass der andere dann auch rübergeht, das ist, ich weiß nicht. Third period of play. Miss heads on to the corner. In the slot. Och, Eriksson, ey, willst du mich verarschen? Pushing it on through center.
shoots. He had it past the goalie, but not past the iron. Pass to the net. Oh, good chance here. He's got a wonderful centering pass. Collected in the corner. Hey, Doc, give and go hockey. You gotta love it. Point to point. Terrific challenge. Outstanding save. Terrific stop from right in front of the net, but you gotta find a way to put the puck in the net. Just couldn't find the target. My dad once told me, was? Ich war gegen ihn und er fällt um. The Freezers control the play in the defensive zone. Two on one opportunity. Between the blue lines and at an angle to Jones. Forcing attention in deep. Let's go, so, 6-3 Ryan Jones. Das wird zwar nichts mehr bringen bei noch 6 Minuten, aber. Oh, Oslund. Nein. Takes it on the wing. Pass attempt to Fleischmann. He's into the slot. Oh Gott, ey. Junusov, du kannst schön drin bleiben, ey. Das ist mir jetzt egal. Ich mache mir mit Wessler nicht die Quote jetzt kaputt. Der hält ja gar nichts, der Typ. Not a long pass, but effective. He's got it. Cologne's got it in their own end. Ja, toll, super. Line control. He works it along with a pass off the boards. Really good deflection. No harm. Looking from the blue line. Enormous hit. That hit caused a stick to go flying. Cologne's in control of the puck in their own end and readying an attack. Dawn, they've got a two-on-one here. Oh, man. Save and he keeps it. Oh, if you're a shooter, you don't want to see the goaltender flash his glove like that. Solid clean win. Gold is placed. Clock stop. Die haben meinen Alex Weiß verletzt, die Arschlöcher. Homburg's got a face-off win. The Freezers carrying on in the defensive zone. It's a 3-on-2 as they move in. Oh, he's taken right into the stanchion. Hope he's okay. What a reaction. Heads to the front. We are in the last minute. In front. Fires. 49 left. Gotta love it, Doc. Pucks it people to the net. Passed across point to point. Back to the blue line. Point to point. 39. Ich komme mal wieder nicht an den Puck grad. Great pressure. Looking for options. Hanging on to it through center. Great scoring chance here. Das gibt's nicht, ey. Alter. Have to give yourself a chance here. You cannot blow this puck past the net. Wide, wonderful chance. Lugged along the line. That one is off the mark. 10 seconds to go. Jo, damit verlieren wir 7-3, so wie es aussieht, gegen die Freezers. Nachdem wir tatsächlich so hoch gegen Mannheim gewinnen konnten. Wieder ein Rückschlag. It is a good thing there are extra digits that go all the way up high on both scoring and energy. Wie viele Schüsse hatten die? 26, davon waren 7 drin. Ganz großes Kino. Tja. Alex Weiß hat Fußschmerzen, aber er fällt zum Glück nicht so lange aus. Na gut, das bearbeite ich dann wieder, dass man die Folge direkt weiter. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es zum ERC Red Bull München geht. Macht's gut, bis dann und ciao.